Einen wunderschönen guten Tag an alle zusammen. Mein Name ist David Janaka. Ich bin Account Manager hier bei Google und möchte heute mit euch die Q&A-Session machen zum Thema Analytics. Wie ihr wisst, habt oder viele von euch werden sicherlich die unsere Blog-Series verfolgt haben zum Thema auf unserem offiziellen Google-Blog. Und daraus resultierend haben wir eine ganz, ganz lange Liste von Fragen von euch allen bekommen. Und heute möchte ich versuchen, viele dieser Fragen oder ich sag mal die Top-Fragen von euch zu beantworten. Und ich hoffe, das ist hilfreich. Ich hoffe, wir können auch ja, viele Fragen abdecken, die ihr an uns gestellt habt. Und ja, ich hoffe, das wird informativ für euch sein. Wir fangen einfach mal an mit unseren ersten Themen. Genau, also zur Übersicht, es geht natürlich bei uns in Analytics darum, oder warum wir jetzt immer mit einem größeren Fokus darauf legen, ist einfach, dass Analytics als Tool noch nicht unserer Meinung nach die Wichtigkeit bei vielen Publishern von uns bekommt, die es eigentlich verdient. Also Analytics ist auch bei uns intern ein ganz, ganz wichtiges Tool, was wir sehr intensiv nutzen, und wir möchten das natürlich jetzt auch noch ein bisschen forcieren, dass auch unsere Publisher Analytics noch mehr in ihre tägliche Arbeit mit integrieren und natürlich auch damit zusammenwachsen. Noch ganz kurze Übersicht. Also die Hauptthemen, die wir eigentlich aufgegriffen haben aufgrund der Fragen, die wir bekommen haben, waren diese vier. Es geht ganz oft darum, oder es ist ein ganz wichtiger Punkt, ist die Verknüpfung zwischen dem AdSense-Konto und dem Analytics-Konto. Anderes wichtiges Thema ist auch die Website-Ziele festzulegen und diese wiederum natürlich auch mit Hilfe von Tests, A- und B-Tests etc. Zu optimieren. Des Weiteren die Möglichkeit oder was oft noch nicht weit verbreitet ist, sind die benutzerdefinierten Dashboards und auch Berichte, um so natürlich schneller und detaillierter auch an Daten zu kommen. Und als letzteres natürlich ein ganz wichtiger Punkt auch von unserer Seite aus, dass ihr eure Konten für uns Account Manager freigibt. Ja, das ist normalerweise als Default nicht so. Da haben wir normalerweise keinen Zugriff drauf, aber wir können natürlich auch nur dann einsteigen und euch auch behilflich sein beim Anlegen von zum Beispiel Zielen oder auch beim Analysieren und Optimieren, wenn ihr die Konten freigegeben habt für uns. Und das ist, wie gesagt, auch ein wichtiger vierter Punkt, den wir heute besprechen möchten. Jetzt zu den Fragen und Antworten. Also, das sind nochmal in der Übersicht die Fragen, die wir heute besprechen möchten. Das sind einfach die am meisten gestellt wurden von euch. Einige sind, also ich denke, die Themen kommen da schon sehr gut durch. Ich finde, wir gehen hier einfach jetzt mal Schritt für Schritt durch. Also wir sagen ja oft unbedingt AdSense mit Analytics verknüpfen, und viele von euch wundern sich sicherlich auch, warum denn eigentlich? Also warum ist es denn so wichtig, die beiden miteinander zu verknüpfen? An sich ist ja Analytics eher als generelles Analysetool der Webseite gedacht, also auch Besucherflüsse etc. Acquisition analysieren zu können. Aber es ist auch ganz wichtiges Tool in Verbindung gerade mit AdSense und gerade auch bei der Monetarisierung. Natürlich mit der Verbindung zwischen AdSense und Analytics habt ihr die Möglichkeit, eben nicht nur euren Traffic zu analysieren, sondern auch ganz klar zu sehen, wo ihr den meisten Umsatz macht, zum Beispiel in welchen Zielregionen, mit welchen Besucherquellen oder auch die Browser, die euch den meisten Umsatz bringen. Und darauf basierend könnt ihr natürlich dann auch eure Monetarisierung anpassen und optimieren, um so das Beste herauszuholen. Bessere Nutzererfahrung. Es ist auch klar, dass ihr durch Analytics, jeder von euch, der das nutzt, weiß das natürlich schon, dass ihr dort genau sehen könnt, auch wo eure Nutzer am längsten bleiben, auf welchen Seiten sie allerdings natürlich auch eure Seite wieder verlassen. Und wenn ihr das natürlich dementsprechend analysieren könnt, bietet sich dort auch wieder eine Möglichkeit, natürlich auch eure Seite zu optimieren, was wiederum auch ein ausschlaggebend dafür ist, was ihr mit AdSense in dem Moment verdienen könnt.
Und ein dritter ganz wichtiger Punkt natürlich auch für alle Publisher ist die Umsatzsteigerung. Basierend auf den beiden vorigen Punkten ist es, denke ich, schon logisch, hier auch zu erkennen, warum es so wichtig ist, die beiden miteinander zu verknüpfen. Ihr könnt einfach dann im Analytics-Konto genau sehen, auf welchen Seiten, durch welche Besucherflüsse etc. ihr die meisten Umsätze macht, wo die User zum Beispiel auch eure Seite verlassen, um da zum Beispiel auch gewisse Werbeanzeigen zu platzieren, um so natürlich auch die Bounce Rate, wie wir so schön nennen, auch noch zu monetarisieren. Insgesamt bietet es euch einfach die Möglichkeit an, hier eure Monetarisierungsstrategie, aber auch generelle Seiten- und Traffic-Strategie miteinander zu verbinden. Ganz wichtige Frage natürlich, wie verknüpfe ich eigentlich dann mein AdSense-Konto mit dem Analytics-Konto? Und da gibt es immer noch ein bisschen Unklarheit bei einigen. Wir versuchen das jetzt hier nochmal in ganz einfachen Schritten zu erklären. Also als allererstes müsstet ihr bei euch im AdSense-Konto unter Einstellungen rechts oben dort einmal reingehen. Als nächsten Schritt dort die Zugangsdaten anklicken. Und dort findet ihr ganz unten in der Navigation links auch die Möglichkeit Google Analytics Integration. Und dort, gerade wenn ihr jetzt noch nichts integriert habt und noch nichts verbunden habt, befindet sich dort die Möglichkeit, jetzt euer Analytics-Konto bzw. euer AdSense-Konto mit eurem Analytics-Konto zu verbinden. Dort müsst ihr jetzt die Analytics-ID eingeben und hättet das so also auf der AdSense-Seite jetzt eingestellt. Dann müsstet ihr aber nochmal auch das Gleiche im Analytics-Konto machen. Dazu müsst ihr bei euch im Analytics-Konto oben auf Verwalten klicken. Und dann habt ihr unter eurem Konto die Wahl AdSense-Verknüpfung. Und in dieser AdSense-Verknüpfung ist es ähnlich wie eben gerade mit der im AdSense-Konto, dass ihr dort im Prinzip eure AdSense-Publisher-ID auch mit eingibt und so eure Konten miteinander verknüpft. Und nach den beiden Schritten sind die beiden Konten miteinander verknüpft. Hier noch drei kurze Fragen, die noch häufig auch gestellt wurden zu dem Thema. Kann ich mehrere AdSense-Konten mit einem Analytics-Konto verknüpfen? Nein, das ist leider momentan nicht so. Momentan lässt sich nur ein AdSense-Konto mit dem Analytics-Konto verknüpfen. Kann ich ein AdSense-Konto mit mehreren Analytics-Konten verknüpfen? Auch das geht leider momentan nicht. Derzeit könnt ihr also wirklich immer nur ein Konto auch mit einem AdSense-Konto mit einem Analytics-Konto verknüpfen. Können Nutzer mit Zugriff auf mein Analytics-Konto auch auf mein AdSense-Konto zugreifen? Auch das ist nicht möglich. Also sprich, wenn ihr bei euch in der Firma zum Beispiel gewisse Leute als Admin in euer Analytics-Konto mit hinzufügt, dann heißt das nicht, dass es auch gleichzeitig dann derjenige oder diejenige Zugriff auf eure AdSense-Konto haben. Ich habe eine Verknüpfung mit einem falschen Analytics-Konto hergestellt. Was soll ich tun? Ganz einfache Sache, ihr könnt immer auch die Verknüpfung aufheben, ja, und dann anschließend wieder den gleichen Prozess, den wir eben durchgegangen sind, mit einem neuen Konto machen. Das könnt ihr dort auch, könnt ihr im Analytics-Konto machen, auch dort wieder unter eurem eurer Kontoeinstellung und dann AdSense-Verknüpfung. Dort könnt ihr also die Einstellung wieder rückgängig machen. Wie kann ich neue Datenansichten oder Properties für AdSense-Berichte aktivieren? Auch das gleiche wieder alles im Interface bei Analytics unter Konto, dann AdSense-Verknüpfung und dort findet ihr auch wieder die Option, die neuen Properties für die AdSense-Berichte zu aktivieren. Nächster Punkt, wie richte ich den Tracking-Code zur Erfassung meiner AdSense-Websites in Analytics ein? Also hier gibt es im Prinzip drei Teile dazu, die ganz wichtig sind, die man dementsprechend auch richtig beachten muss. Und da gibt es oft, das sehen wir auch immer wieder, Probleme bei einigen Publishern, was natürlich wiederum zu Diskrepanzen auch in den Analysen führt und auch in den Datenansichten. Also hier nochmal ganz übersichtlich die drei wichtigen Themen. Zum einen, der Analytics-Tracking-Code muss direkt vor dem schließenden Head-Tag eingefügt werden. Also der Analytics-Code an sich für eure primäre Property, der muss im Head-Tag oben mit dabei sein und am besten ist es empfehlenswert, kurz vor dem schließenden Tag den einzubauen. Den AdSense Analytics Code Snippet, der hier, muss man allerdings beachten, nur bei nicht primären Properties entscheidend ist, muss direkt hinter dem Body Tag eingefügt werden, also gleich am Anfang des Body Tags. Und ganz klar, wie ihr das kennt sicherlich auch, der AdSense Anzeigen Code muss nach wie vor natürlich noch zwischen dem Body Tag oder im Body Tag selber eingebaut werden. Das dürfte eigentlich allen bekannt sein.
Die vierte Frage, die wir von euch bekommen haben: Welche neuen Daten erhalte ich, wenn ich mein AdSense-Konto mit Analytics verknüpfe? Und ich denke, das ist ein ganz Entscheidende hier, ist einfach, dass ihr die Möglichkeit habt, also was wir zumindest als größten Vorteil sehen, ist hier ganz klar die Segmentierung. Dass ihr jetzt, ihr kennt das ja schon aus dem normalen Analytics Nutzen auch, dass ihr dort eure User zum Teil und auch die Verweisquellen etc. Segmentieren könnt. Und das könnt ihr nun das Gleiche auch mit euren AdSense-Einnahmen machen. Also ihr könnt die AdSense-Einnahmen nach allen möglichen Kategorien segmentieren. Und so wiederum gibt es euch ein noch klareres Bild, ein noch besseres Bild, auch als ihr es nur in AdSense sehen könntet, wo eben eure Einnahmen hauptsächlich herkommen, wie sie generiert werden, und daraus natürlich schließend könnt ihr auch gewisse Optimierungsideen noch weiter bekommen. Und ihr erhaltet hier, ihr könnt hier eure Einnahmen auch basierend auf tatsächlichen Besuchern von Nutzern analysieren und nicht eben Seitenimpressionen. Das ist ja im AdSense, habt ihr eure Einnahmen natürlich hauptsächlich auf Basis der Seitenimpressionen, und im Analytics ist es ja basierend auf Besuchen. Das heißt also, das ist auch nochmal ein extra Zusatz, dass ihr jetzt also, wenn ihr das verknüpft, im Analytics-Konto ihr eure AdSense-Einnahmen basierend auf Besuchern analysieren könntet und nicht nur Seitenimpressionen. Die fünfte Frage: Wie kann ich mit Hilfe von Analytics die AdSense-Leistung verbessern? Ein paar ganz ganz einfache Punkte eigentlich. Verweisquelle ist ganz klar. Wenn ihr wisst, wo eure Besucher herkommen, dann könnt ihr natürlich auch dementsprechend eure Seite darauf abstimmen. Das heißt also, das Nutzerverhalten natürlich ändern, den Content anpassen, und ihr seht natürlich dann auch, welche Seiten bei euch erfolgreich sind, welche Landingpages zum Beispiel auch erfolgreich sind, das ist noch was anderes. Dann wisst ihr natürlich auch, wo ihr im Prinzip daran arbeiten müsstet, wo auch meinetwegen die Bounce Rate besonders hoch ist etc. Browsernutzung ist auch klar, dass ihr natürlich auch guckt, es kann eventuell natürlich Probleme geben, auch für die Software oder dass gewisse Browser eben womöglich Probleme haben bei euren Seiten. Und die Browser-Kompatibilität könnt ihr hier natürlich analysieren und dementsprechend auch wieder diese Umsatzeinbußen verhindern. Und wie eben schon erwähnt, ganz wichtig auch sind die Ausstiegsseiten, also da dort, wo die Bounce Rate am höchsten ist. Wenn ihr diese erkennen könnt, dann könnt ihr dort entweder das ändern und eure Seite, euren Content anpassen, dass ihr die Ausstiegsquote im Prinzip reduziert. Oder gleichzeitig auch, wenn ihr sagt, okay, das ist nun mal die Natur der Seite, erlaubt mir das nicht, sondern ich muss halt einfach versuchen, noch möglichst den ausgehenden Traffic zu monetarisieren, noch das Beste herauszubekommen. Auch das ist eine ganz heiß diskutierte Frage, die wir oft bekommen. Warum stimmen meine Statistikdaten aus AdSense und Analytics nicht überein? Ganz wichtiger Punkt hier, um das nochmal auch klarzustellen, die AdSense-Berichte im Analytics nehmen nur Anzeigenblöcke für Content-Seiten wahr. Das heißt also keine Link-Blöcke, keine Suchanzeigen, keine mobilen Anzeigen und auch weitere AdSense-Produkte, wie zum Beispiel AdExchange. Das heißt, die Anzeigen, die ihr im Analytics dann seht von AdSense, sind nur Content-Anzeigen. Ganz wichtiger Punkt. Des Weiteren haben wir natürlich auch Probleme, auch dass die Codes teilweise nicht richtig eingebaut sind. Da hatten wir eben ja schon einen Teil dazu, welche Codes wie eingebaut werden müssen. Das heißt also, logischerweise muss der AdSense-Code, der Analytics-Code natürlich in allen Webseiten drin sein, die auch AdSense für Content-Seiten enthalten. Das ist aber, denke ich, auch selbsterklärend. Aber trotzdem manchmal noch passieren da einige kleinere Fehler. Dann ein dritter Punkt: Wenn ihr AdSense-Daten auf mehreren Domains in Analytics erfasst, müssen auf allen Webseiten der anderen Domains mit Ausnahme der primären Domain ein weiteres Code-Snippet implementiert sein. Das hatte ich eben erwähnt, wenn ihr euch daran erinnert, vielleicht den AdSense Analytics Code-Snippet. Das gilt, wie gesagt, für alle Domains, die nicht eure primäre Domain sind. Das heißt, für alle sekundären und tertiären Domains, die ihr habt, alle weiteren Domains, muss also ein extra Code-Snippet eingefügt werden, der direkt nach dem Body-Tag kommt. Ganz wichtig auch, nicht vergessen. Das heißt, der normale Tracking-Code gilt immer nur für die primäre URL, die ihr habt, die primäre Domain. Und das kann natürlich dann auch wiederum zu gewissen Diskrepanzen führen. Hier nochmal eine gute Übersicht auch für weitere Gründe für Diskrepanzen zwischen den Seitenimpressionen AdSense und Analytics.
hier ein paar Punkte. Separater JavaScript-Code kann noch das mit verursachen. Iframes können hier auch teilweise technische Probleme bereiten, sodass die Daten unterschiedlich sind. Blockierende Sicherheitssoftware, ich denke, das wissen wir alle auch, dass das teilweise zu großen Problemen führen kann. Teilweise unterschiedliche Zeitzonen, also wenn euer Analytics-Konto eine andere Zeitzone hat als das AdSense-Konto, kann es auch da aufgrund dieses Unterschiedes zu Änderungen kommen. Die Analytics-Datenansicht kann auch manchmal sein, dass ihr gucken müsst, welche Ansichten ihr genau im Analytics eingestellt habt, die auch übereinstimmen mit dem AdSense. Entschuldigung. Images von Drittanbietern können teilweise auch mit verursachen und teilweise auch natürlich, dass es einfach keine Analytics-Treffer gab. Noch in dem gleichen Bereich auch, warum fehlen einige AdSense-Daten in Analytics? Auch hier nochmal ein paar Fragen, die ihr euch einfach stellen müsst, um sicherzugehen, dass auch alles richtig eingebaut ist, was vielleicht zu diesem Fehlen der Daten führen könnte. Zu gucken, dass die Verknüpfung natürlich richtig geklappt hat, das haben wir schon besprochen, dass auch der Code richtig eingebaut und alle Codes richtig eingebaut sind, das hatten wir auch schon besprochen. Beachtet, dass es auch teilweise 2 Tage dauern kann, also 48 Stunden, bis die Verknüpfungen effektiv sind. Sicherzustellen auch, dass ihr die AdSense-Daten auch nur für Content-Seiten vergleicht mit denen, die ihr auch im Analytics seht. Das hatten wir auch gerade besprochen. Noch zu gucken, ob ihr die AdSense-Anzeigen über einen Anzeigen-Server vielleicht ausspielt, dass es da natürlich auch noch zu weiteren Diskrepanzen führen kann. Auch ob ihr die Analytics-Datenansichten für AdSense aktiviert habt. Das sind also nochmal Fragen, die ihr euch selber stellen solltet, wenn ihr feststellt, dass einige Daten, einige AdSense-Daten in Analytics fehlen. Und hier nochmal eine weitere Frage, Frage 7, die ein bisschen in die Richtung geht, wie Analytics überhaupt funktioniert und wie wir auch die Daten analysieren in Analytics. Und hier habt ihr sicherlich schon viele davon von der Stichprobenerhebung in Google Analytics gehört. Bei der Stichprobenerhebung wird im Prinzip, müsst ihr euch so vorstellen, dass eine Teilmenge, also ein Teil der Daten, wird ausgewählt und basierend darauf werden die Trends, die ihr in Analytics seht, berechnet. Der Ganze hat natürlich den Grund, dass viele von euch sehr, sehr große Webseiten haben, beziehungsweise sehr großes Traffic-Volumen haben und das würde einfach die Maschinen bei uns überlasten, wenn dort wirklich jeder einzelne Besuch ausgewertet wird. Das heißt, durch diese Stichprobenerhebung wird der ganze Prozess also beschleunigt. Und ihr könnt euch natürlich darauf verlassen, dass unsere Stichproben dort auch statistisch so ausgerichtet sind, dass sie wirklich auch verlässliche Zahlen liefern. Das heißt also, die Durchschnittswerte quasi, die dort berechnet werden, sind sehr, sehr, sehr nah natürlich auch an den echten Daten am Ende dran. Das ist also alles sichergestellt, dass es auch verlässliche Zahlen sind. Und hier nochmal ein weiterer Teil, eine Frage, die zu dem gleichen Thema auch ist. Wie funktioniert die Stichprobenerhebung eigentlich in Google Analytics? Ihr werdet sehen bei euch auch im Analytics, dass ihr manchmal den Hinweis bekommt, dieser Bericht basiert auf so und so viel Besuchen. Das ist das Zeichen, dass eine Stichprobenerhebung für eine gewisse Ansicht, die ihr, oder einen gewissen Bericht, den ihr angefordert habt, verwendet wurde. Und diese Stichprobenerhebung wird dann aktiviert, wenn der Bericht mehr als 500.000 Besuche beinhaltet. Den Vorteil, den ihr dann habt allerdings auch, ihr könnt dann auch selber die Stichprobengröße ein bisschen anpassen, basierend auf der Genauigkeit oder Geschwindigkeit, die ihr wollt. Also Geschwindigkeit würde dann natürlich das Volumen der Stichprobe verringern, sodass die Genauigkeit vielleicht auch etwas kleiner ist. Aber wenn ihr sagt, nee, ich möchte es auch möglichst genau haben, dann wird das Volumen natürlich etwas erhöhen, aber dafür die Geschwindigkeit darunter leiden. Das ist also der Vorteil, wenn ihr solch eine Stichprobenerhebung bei euch in einem Bericht bekommt. Frage Nummer 9. Welche Vorteile bietet Universal Analytics? Auch das ist ja neues Analytics bei uns. Universal Analytics werden hoffentlich auch die meisten von euch schon gesehen, beziehungsweise sogar schon auch da geswitcht haben. Insgesamt ist es ein wesentlich flexiblerer Tracking-Code für uns, der einfach alle Daten einfach erfasst. Da hatten wir einige Probleme in dem ursprünglichen Analytics. Hier nochmal zusammengefasst, die JavaScript-Bibliothek Analytics.js, das Analytics SDK für den mobilen Bereich, für die Apps und für das Measurement Protocol für alle anderen digitalen Geräte. Das heißt also, mit diesem Code, mit dem neuen Tracking-Code können wirklich alle
alle Geräte erfasst werden von uns. Insgesamt bietet es auch euch leichtere zugängliche Konfigurationsoptionen an. Ihr habt noch zusätzlich bessere und angepasste benutzerdefinierte Dimensionen und Messwerte. Und insgesamt gibt es auch noch weitere Funktionen und Updates. Da haben wir jetzt nicht Zeit, genau darauf einzugehen. Aber ich denke, jeder, der sich damit schon auseinandergesetzt hat, wird es sicherlich schon auch im Interface gesehen und gemerkt haben. Frage Nummer 10, auch eine oft gestellte Frage. Für einige mag es vielleicht auch schon bekannt sein, aber was enthalten die Berichte nach demografischen Merkmalen und Interessen in Google Analytics? Also hier geht es um diese Demographics-Berichte. Insgesamt sagen euch diese Berichte eigentlich, welche Nutzer eure Seite besuchen, also nach Alter, nach Geschlecht. Gleichzeitig könnt ihr daraus natürlich, gerade wenn es auch verbunden ist mit AdSense, sehen, welche Gruppen sind hier die wertvollsten, also wirklich aus finanzieller Sicht. Und gleichzeitig könnt ihr auch sagen, okay, wer ist denn eigentlich, welche Gruppe ist eigentlich mein Zielmarkt, ja, meine Zielgruppe, aber aus welchen Gründen auch immer sehe ich die hier nicht unbedingt als eine der Top-Gruppen. Und daraus natürlich lassen sich dann auch wieder Strategien und Projekte entwickeln, wo man sagen möchte, vielleicht, okay, wir müssten uns auf diese Gruppen besonders konzentrieren, weil aus irgendwelchen Gründen sind sie noch nicht so sehr auf unserer Seite. Ja, das sind eigentlich so die Top 3 praktischen Gründe wirklich oder praktischen Inhalte, die diese Berichte euch wiedergeben. Frage Nummer 11. Welche Vorteile bieten die Berichte nach demografischen Merkmalen? Hier ist nochmal ein Zusatz zu der vorherigen Frage. Also wie gesagt, identifizieren Sie Ihre wertvollste Zielgruppe. Und natürlich auch durch die sehr schnelle Überprüfung eigentlich und Übersicht nach zum Beispiel Alter, Geschlecht oder Affinität könnt ihr einfach sehr, sehr, sehr schnell aussagekräftige Informationen darüber entwickeln, welche Monetarisierungsstrategien ihr auch besonders fahren solltet. Gerade auch die Affinitätskategorien könnten spannend sein, da ihr dort einfach sehen könntet, was für eine Art von User eben auf euren Seiten sind. Also zum Beispiel möglich Technologieliebhaber etc. oder Reiseliebhaber und könnt so also zum einen euren Content, eure Seite selber natürlich, aber auch, wie gesagt, schon die Monetarisierungsstrategie ausrichten. Und wie schon am Anfang erwähnt, die letzte Frage und auch eine ganz wichtige Frage: Wie kann ich Daten für einen Account Manager freigeben, um Optimierungstipps zu erhalten? Wie gesagt, normalerweise haben wir hier im Team keinen Zugang zu euren Analytics-Konten. Den müsst ihr uns erst freigeben. Und erst dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir mit euch zusammenarbeiten, euch dort die Tipps geben zu können. Ja, das heißt, das Ganze findet ihr also dort unter Verwalten, oben in eurem Analytics-Konto, den Kontoeinstellungen und dann findet ihr dort eine kleine Box weiter unten, Account Manager, die ihr einmal anticken müsstet. Und dann haben wir, wie gesagt, den Zugriff auch auf das Konto. Und erst dann können wir eben auch ja, euch da Tipps geben und Vorschläge machen für Optimierung. So, da sind wir auch schon angekommen am Ende unserer kurzen Q&A-Session. Ich hoffe, einige der Fragen, die dabei waren, waren auch für euch relevant und haben euch hoffentlich ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe, ihr werdet auch weiterhin unsere Analytics-Series verfolgen, wie immer natürlich auch per Hangout, aber auch auf unserem Blog. Und ja, stellt natürlich weiterhin Fragen und wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Bis dann.